Moin moin Leute und willkommen zu einem neuen Warframe Video. Heute habe ich euch mal die Orthos Prime mitgebracht. Es ist eine ja, eher ältere Waffe, aber dennoch immer noch sehr sehr tödlich, auch im stählernen Pfad. Und wie der Bild dazu aussieht, das sehen wir uns gerade mal an. So, ich habe mich dafür entschieden, ein Schnittbild zu zeigen. Denn Gas ist eher stark für gegen Korpus. Der Viral hat mich jetzt nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Schnittbild hat mich jetzt eher überzeugt. So, wir nehmen mit Schimmernder Hauch. Und danach Prime Reichweite, dass wir so viele Gegner wie möglich treffen. Reichweite geht auch, aber Prime Reichweite ist halt schon etwas besser noch. Zustandsüberladung für Nahkampfschaden für jeden wirkenden Statuseffekt auf den Gegner. Sehr, sehr stark. Nässende Wunden für Statuschance per Kombo-Multiplikator. Blutrausch für Crit-Chance, stampelbar mit Kombo-Multiplikator. Prime Druckpunkt habe ich jetzt mal mitgenommen für mehr Nahkampfschaden. Man kann auch eine Bestrafungsmod reinmachen. Oder opfernder Stahl für noch mehr Crit-Chance. Habe ich auch schon getestet. Ist ja eigentlich auch sehr, sehr stark. Aber ich habe mich jetzt für den Druckpunkt mal entschieden. Und danach haben wir noch mitgenommen Berserker Raserei für mehr Angriffsgeschwindigkeit, Ausweiter für Crit-Schaden und Gladiator Macht für noch mehr Crit-Schaden. So, und wie das Ganze in der Praxis aussieht, sehen wir uns jetzt mal an bei 140 Gegnern. Seht, die Schnittblocks sind schon sehr heftig. Man kann einfach zusehen, wie sie das Leben runtertickt und sie einfach umfallen. Aber gut, bauen wir mal auf mal 12 auf, dann ist es dann schon. Man kann sich einfach durch die Gegner durchschletzeln. Boah, schon alle weg. So sieht's aus. Starker Bild, finde ich. Die Waffe macht auch sehr, sehr funny. Ihr seht, ne? Sie schlägt auch sehr schnell zu. Und schauen wir mal, wie das Ganze so aussieht. Mit Zephyr macht es natürlich auch sehr viel Fun. Einfach die 3 aktivieren und keine Kugel trifft einen. Danach die 2 aktivieren und danach einfach reinheizen. Und da hat man auch sehr, sehr schnell den Combo-Multiplikator oben. Da kann man sich einfach gut begegnen und durchschnetzeln. Oh, das wäre es schon gewesen. So, kurz und knapp dieser Bild. Eigentlich auch sehr, sehr stark, finde ich. Auch für den stählernen Pfad sehr, sehr gut geeignet. Mit den gewissen Frames und alles drum und dran. Auch sehr, sehr stark. Nehme ich auch gerne mit. Muss ich auch gestehen. Und ja, ich hoffe, dieses Bild hat euch gefallen und hilft euch auch ein bisschen weiter. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder, Leute. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.